Hi. Oh, Rose ist aber gar nicht so leicht. Herzlich willkommen zurück bei Tales of Systeria. Puh. Wir sind gerade eben von einer Klippe gefegt worden. Rose hat uns gerettet. Sie wurde dabei demaskiert, so heißt es. Und jetzt, ja, müssen wir gucken, wie wir hier wegkommen. Wir sind nämlich in einem neuen Gebiet gelandet. Wir sind alleine. Unsere Seraphen haben uns durch irgendeine Aktion des bösen, unheilvollen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, oder wie man ihn genannt hat. Durch irgendeine Aktion sind die Seraphen verschütt gegangen. Das sind jetzt leider nicht mehr unsere Freunde, beziehungsweise sind einfach nicht mehr da. Warum? Keine Ahnung. Naja, und Rose kam gerade dazwischen, hat uns gerettet. Und wurde dann ohnmächtig. Und deswegen tragen wir sie jetzt. Für das Besiegen eines Feindes mit einem mystischen Art erhältst du einen mindestens doppelt so hohen Rang wie normalerweise. Außerdem schießt die Objektverlustrate in die Höhe. Behalte mit dem Zielsymbol die KP deines Feindes im Auge und entfessle ein mystisches Art, um ihn fertig zu machen. Was waren mystische Arts? Seraphische Arts, Kampfarts, verborgene Arts. Und mystische Arts sind dann diese, die wir im Kampf gegen den Dings angewendet haben, nehme ich an. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Stern, weil ich hoffe, dass sie dann Rose loswerden. Wir sind nämlich sehr, sehr langsam. Also nicht loswerden, aber dass sie dann wach wird. Das wäre halt schön. Dann gehe ich danach weiter erkunden, weil ansonsten laufen wir nämlich noch die ganze Folge einfach nur in diesem kleinen Gebiet rum. Unser Speed hat sich schon drastisch verringert. Na los, Trigger. Hey, you awake? So, you're the leader of that assassins group. Surprised? Nein. Well, sure. What should I call you? Rose will do just fine. And hey, why didn't you leave me behind? You were in danger. I couldn't not help you. Even knowing I was an assassin? I could just as easily ask what an assassin like you was doing rescuing me. I don't know. I'll have to decide later if it was really the right decision. But I can tell you're a good person. Huh? Be careful. Someone's watching us. Okay. Hey, let's head north. There's a ruin off that way that we're currently using as a hideout. Oh, you're not worried our pursuers might find it? Nah, we'll be fine. Want me to set you down? I'm good. This'll give them a false sense of security. Ah, oh, ich hab sie so gern jetzt schon. Wer immer uns da jetzt hinterherläuft. Boss! Isn't that the Shepherd? I'll explain later. We were followed, so I led him here. Now comes the fun part. Hey, stop! Are you really going to kill them? Depends who they are. I just don't like the idea of someone like Rose being a murderer. Hey! Ja, okay, also wir sind ein Stückchen weitergekommen. Wow. Das war ein großes Gebiet. Da werden wir noch viel absuchen müssen. Aber okay. So, wir haben uns jetzt gerade losgerissen und deswegen gehe ich jetzt erstmal hier gerade die Ecke ein bisschen erkunden. Hier rein kommen wir noch nicht. Tut mir leid, aber ich kann euch nicht hereinlassen, bis der Boss zurück ist. Dann wollen wir mal schauen, was Rose so treibt. Habe ich schon gesagt, dass ich sie irgendwie schon sehr gern habe, obwohl noch gar nicht so viel über wie sie wissen? Huh? Who are you guys? You've got the wrong people if you're looking for stragglers. As you can see, we're no soldiers. Get going.
And you better quit hunting soldiers! What a stupid mess. I swear, Rollins has gone mad. What is the Empire thinking? The Princess manages to keep Hyland's crazies in check, and then Rollins up and blows the whole thing apart. What the hell? And now we've got those poor kids resorting to looting and banditry. Guess they're growing up tough. Und so, Ray, sind das schlechte Menschen? You got something to say? No. Listen, we may be an Assassin's Guild, but that doesn't mean that we just run around killing everyone. No one tastes our blade unless they need it. Then what about me? Don't worry, you won't wake up with a dagger in your back. But know this, Saray. If the Shepherd turns out to be a force for evil that leads people astray, we won't hesitate to kill you. Remember that. Das ist gut zu wissen. Bet you're sorry you saved me now. Nein. Wait a minute, boss. How will we know for sure? Good question. Huh? Sorry, this whole thing is just sort of ridiculous. Well, our hideout's this way. Let's rest up for a bit. We'll skulk around and check for any other pursuers in the area. Thanks. You're the best. Ihr solltet aber eure Masken wieder aufziehen. Wenn euch jemand nämlich so sieht, dann wissen die ja schon, was Sache ist. Andere. Deswegen habt ihr ja die Masken. Nein, Rose, bleib stehen, Rose! Du bist zu schnell für mich. Ich möchte nicht mit dir fangen spielen. Aber jetzt, also jetzt wird die Story wieder für mich sehr, sehr interessant. Also gerade der ganze Rose-Teil ist für mich sowieso von Anfang an sehr interessant gewesen. Und ich habe darauf gewartet, dass endlich diese Enthüllung kommt. Weil ich habe es ja von Anfang an gesagt, dass sie das wahrscheinlich ist. Gut, war auch eigentlich relativ offensichtlich, denke ich. Old Man Maven! Nice to see you again, my lady. And that one with you. The shepherd I've heard so much about? My name is Saray. How did you know I was the shepherd? Isn't it obvious? Anyone could tell just by looking at you. This is Maven. He's not with the guild, but we owe him a whole lot. He's an explorer, and yes, they still make those. Cool. Explorer. I just like to travel where I please, tracing the footsteps left in this. The Celestial Record! M'lady, I was worried when I heard that war had broken out. Will you be all right? Think we'll ditch this hideout. Might pass on jobs for a while, too, till this all blows over. I hope I didn't cause this. A shepherd who worries for an assassin's guild? You are quite a strange one. Seriously? In any case, I should take my leave as well. Huh? Already? Don't get too comfortable, lass. The appearance of the shepherd, new clouds of war, the winds of change are fast approaching. Yeah, I sense it too. Saray, since you took the trouble to come here, why not see if you can solve the riddle of the ruins back there? Huh? What do you mean? These ruins aren't mentioned in the Celestial Record. The same goes for several other shrines and legends. And yet, it is far from a difficult task to unearth them. Don't you think there must be something more to it? You can't fathom the true meaning of legends until you've seen their history with your own eyes. Well said! Saray, let us meet again. You too, m'lady. Yeah, another time. So long, old man. Hey, ihr zwei habt noch einiges zu bereden. Fangt mal an, bitte. Go on, get inside. Och Mann.
Ich muss auch noch die Gegend erkunden. Zum Beispiel müsstet ihr mal über den Seraphen reden. Was haltet ihr denn davon? Weil sie scheint eine hohe Resonanz zu haben. I'm beat. That's enough for one day. Just use the bed and back whenever you want. Thanks, Rose. Don't go running off anywhere just yet. You gotta make sure it's safe first. Okay, so. Wir hatten noch verbesserte Kampfregeln. Aufstieg. Halte beim verborgenen Art A gedrückt, um eine Combo mit einem höheren verborgenen Art zu wirken, falls du eins gelernt hast. Aha, verstehe. Oder auch nicht. Also davon werde ich sehr viel wahrscheinlich nicht verstehen und nicht verwenden. So, dann will ich nochmal gerade schauen. Okay, wir haben hier immer noch nichts großartig anderes. Ich möchte mal die normale Kleidung anlegen. Denn wir haben die Hirtenkleidung, haben wir ja von Alicia bekommen. Und wir laufen jetzt einfach mal wieder als Normalo rum und nicht mehr so angeberisch. Nicht mehr so angeberisch als Hirte. Auch als Zeichen dafür, dass wir uns Rose öffnen. Da weiß ich wirklich nicht, ob ich Eliray oder Sos unterstützen soll. Statuskrankheiten haben Nebenwirkungen, KP können nicht wiederhergestellt werden, doppelte Betäubungswahrscheinlichkeit für dich, zugehörige Werteverbesserungen werden deaktiviert, alle Krankheiten bergen ein Risiko, meide sie am besten, aber verpasse sie deinen Feinden mit Hilfe seraphischer Arts. Also ihr wisst hoffentlich, was ich meine, so. Hi. Ich glaube, das würde weiter eskalieren, aber sie haben den Krieg ziemlich schnell im Keim erstickt, oder? Ja, vielleicht gab es schon vorher geheime Verhandlungen. Oder vielleicht begann er zu früh und keine Partei war bereit, sich festzulegen. Letztendlich endeten die Kämpfe zwischen Rollins und Highlands so schnell, wie sie begonnen hatten. Beide Seiten haben sich zurückgezogen. Natürlich gibt es noch Truppen, die im Notfall ausrücken können. Aber es ist nur ein kleines Kontingent. Ich glaube nicht, dass jemand die Feindseligkeit fortsetzen will. Das wäre schön. So, hier haben wir einen Abgrund, über den wir nicht rüberkommen. Hier haben wir ein kleines Zimmer, welches einen Speicherpunkt beinhaltet. Und Soray will anscheinend auch nicht mit sich selbst reden. Ich würde gerne wissen, was jetzt mit den Seraphen ist. Ich will wissen, was mit Rose Seraphen ist. Dazzle, glaube ich, heißt er ja. Ja, lauf nur weg, Lunare. Wir finden dich schon. Ja, weder er noch Highland noch wissen, wie gefährlich die verstreuten Knochen sein können. Nächstes Mal werden sie bezahlen. Denk an meine Worte. Okay. Hab ich nicht verstanden. Nicht hier, Liebling. Wenn du schlafen willst, dann nimm das Zimmer auf der anderen Seite, ja? Liebling? Wer bist du? Ach so. Nein, da möchte ich jetzt gerade nicht hin. Was ist das denn hier? Wahrscheinlich muss ich über alle Platten drüber laufen, um das aufzumachen. Hey, was diese Alkoholbestellung für Pendrago angeht, konnten wir die Lieferung sicherstellen? Ich bin auf dem Weg zurück in die Stadt, deshalb dachte ich, ich könnte reinschauen und den Kunden auf den neuesten Stand bringen. Ja, das könntest du tun. Okay, wir haben hier nur Sachen, die uns jetzt gerade nichts bringen. Kalzit-Ohrringe hätten wir hier. KP-Wiederherstellung, was haben wir denn aktuell? Auch Kalzit-Ohrringe. Dauer von Werteverringerung. Radangriff plus 4. Moment, wo sind die Ohrringe? Die Verteidigung hätte ich gerne, oder? KP-Wiederherstellung bei erfolgreicher Betäubung plus 40. Das wäre natürlich auch nice. Wie teuer sind die? Das können wir uns beides mal leisten. Und dann würden wir nämlich das hier mal verschmelzen. So, hätten dann... Gucken wir uns das mal an. Immer noch nur diese Sachen. Ne, hier ist die KP-Wiederherstellung bei erfolgreicher Betäubung. Die haben wir jetzt. Interessant. Der Rest ist verschwunden. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber... Ich habe ja auch gesagt, damit werde ich mich wahrscheinlich nicht allzu sehr beschäftigen. Der Boss hat mir erzählt, was passiert ist. Wenn du dich ausruhen willst, kannst du gerne diesen Raum benutzen.
Nur, dass wir uns richtig verstehen. Wenn du irgendetwas Komisches vorhast, lass es lieber. Der Boss hat dir zwar was durchgehen lassen, aber ich werde das nicht tun. Ja, ich will mich aber gar nicht ausruhen. Ich laufe hier nur über die Platten drüber, damit da drüben das Ding aufgeht. Dann hätten wir es doch auch schon alles. Hier ist der Ausgang. Nochmal schauen. Dann haben wir hier eine Platte. Ja, hier liegt nur so Steinzeugs rum. Hier ist eine. Hier drin ist keine. Ja, wenn wir sie alle haben, dann wird das wahrscheinlich jetzt aufgehen, wa? So, the depths of the ruins are just beyond here, huh? Looks like it's sealed off. Ach so, okay. Ach, die hatte ich schon. Moment, was? Ach, ich soll jetzt auch schlafen. Na gut. Dann tun wir das. Wenn ihr das so möchtet, wenn ihr das so wollt, dann... Damn it, Saray. You need to be more careful out there. Mikleo. Poor Shepard, all alone. How vexing. We're right here, yet he can't hear us. Ah, ich verstehe. You guys! Saray, are you back to normal now? Oh, thank goodness. I was really freaked out when you guys all suddenly disappeared. So that Lionhead guy held off. What on earth did he do back there? Haven't you ever thought about what happens when two domains overlap? Which one's blessing would be the most affected? What do you mean? The domain you cast as a Shepard lost to the domain of the one you faced against back there. And that was enough to momentarily paralyze Saray's resonance? It's to be expected. That corrupted domain of his is stronger than that of even a dragon. Heldolf. Is he the Lord of Calamity? It sure looks like it. No one other than the Lord of Calamity could be cloaked in such malevolence. Well, there's got to be some reason. Some story behind why he came to hold such malevolence and power. You got that right. Something like that doesn't just happen naturally. I would not challenge him again without first finding the answer and understanding the truth. Oh, Saray! Are you talking to yourself? My friends are here with me. Huh? They're, Seraphim. Is this a bad time? Should we come back? Sie hat sich vielleicht doch nicht so viel Resonanz. Think she could hear you if we did the usual trick? Oh, right. Let's try it out. Hey. Just try and focus, Rose. Rose, can you hear? Easy, Rose. Rose, please, just calm down. I'm not hearing this. Let go. Let me go, you idiot. Rose, listen. Nicole. Uh-oh. Guess you really pushed her buttons, Mr. Shepard. Yeah, the boss can't handle that kind of stuff. I see. Aber was ist damit der so? Make yourself at home, Shepard. Just give a holler if you need something. But for now, we'll need you to hang around for a bit. Till we can decide what to do with you. Faszinierend. Okay. So, wir haben hier tatsächlich nichts anderes für die. Na, nur hier die alternative Farbe. Interessant. Ich glaube, wir können dieses Zeug getrost zurücklassen. Es lohnt sich sowieso nicht, diese ganze Ausrüstung mit uns herumzuschleppen.
Solange wir nichts hier lassen, was direkt zu uns führt, ist es in Ordnung. Das hat jedenfalls unser Boss gesagt. Okay, interessant. Also, ja, Dazzle. Da ist Dazzle. Cool. Dann erklärt sich das jetzt auch mal auf. Weil das habe ich nämlich... Also sie hat eben gesagt... Welchen Spielstand habe ich jetzt gelöscht? Das ist der neueste. Den sollte ich nicht löschen, richtig? Sie spürt auch diese Veränderungen oder sowas. Deswegen hatte ich gedacht, sie hat eine hohe Resonanz. Aber okay, das werden wir jetzt alles noch herausfinden. These guys sure are shattering my perceptions of what assassins are supposed to be. They're all such good people. Yeah. Though it looks like that Rose chick has a problem with acknowledging us. And she has so much to offer too. It doesn't seem like she's able to sense the malevolence either. Maybe Rose can't see the Seraphim because she herself denies their existence. Möglich wär's, ja. Aber wie es tatsächlich ist, sehen wir. Ja, ihr freut euch, das zu hören, oder? In der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierher. Ich würde mich natürlich auch wieder über Feedback freuen. Allerdings, kurze Anmerkung, auch wenn es aktuell ist, ich werde jetzt ein wenig voraufnehmen, deswegen werde ich vielleicht nicht sofort darauf reagieren können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.